Oh, fuck. Schweinchen? Ich würde es gern Bob nennen. Da ist Bob. Ja, hau ab. Ich sehe deinen dicken Hintern ganz genau, wo du hinschwabbelst. Die Frage ist nur, kommt es denn auch so klein da raus? Kann ich das irgendwie... Und wenn das so klein wird, dann müsste der Schlüssel doch eigentlich abfallen, oder? Kann ich das dann nicht einfach abnehmen? Und es treten? Tierquälerei. Tür ist jetzt offen. Ach, hier kam er vorhin nicht rein. Okay. Ja, was Scharfes haben wir ja immer noch nicht gefunden. Leider. Das ist irgendwie enttäuschend. Vor allem, wo verschwindet es denn? Ach, das verschwindet hier rein. Kann das sein? Oh ja. Oh ja. Das ist der Raum, wo das Schweinchen hin verschwindet. Und hier konnte ich nicht rein. Na, wie schade ist das denn? Gut. Ich würde mal sagen, dann können wir ja jetzt mal oben ein bisschen erkunden gehen. Sofern ich da... Was ist das? Das sieht aus wie Haare. Ja. Hier, Fragezeichen? Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, was es heißt. Hier hinter ist ein Gang. Die Haare machen mich ja jetzt nervös, ne? Das kommt mir ein bisschen zu sehr vor wie The Ring. Komm ich hier durch? Durchgang ist von dieser Seite verschlossen. Ach, da gab es ja noch einen Weg nach oben im Gang. Selber. Okay. Das heißt wohl, dass wir da hoch müssen. Jetzt ist bestimmt wieder das Schweinchen unterwegs. Ich hätte mich mal beeilen sollen. Ach, ich kann ja jetzt hier eine Abkürzung. Nein. Nein. Da ist es wieder. Vielleicht schaffe ich es ja noch zum... Ja, ich glaube, das schaffe ich. Sofern es die Treppe nicht hochkommt. Ich bin oben. Egal, was du machst, mich erreichst du nicht mehr. Unheimliche Musik. Hallo? Ich wette, es gibt hier oben schlimmere Dinge als das Schweinchen da unten. Ist es weg? Wieso warte ich jetzt darauf? Ich kann ja einfach hier lang... Oh. Sobald ich an der Treppe vorbei möchte, kommt diese Musik. Hallo, hast du mich jetzt gesehen? Oder läufst du vorbei? Du läufst vorbei. Okay. Weißt du, ist das so Oh mein Gott, hör bitte auf. Laufen wir einfach mal hier lang. Aber das klingt, als wäre es genau neben mir. Ich höre gerade die ganze Zeit im Hintergrund, ob es hochkommt oder nicht, aber ich vermute fast, dass ich das nicht hören kann. Und überall dieses ekelhafte schwarze Zeug an den Wänden. Das klingt so, als würde irgendjemand direkt hinter mir sein. Oh Mann. Ich glaube, ich werde nervös. Das heißt, ich glaube. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde nervös. Ah, okay. Hallöchen. Das Flüstern nimmt auf jeden Fall zu. Das Klimbimsen im Hintergrund macht es nicht leichter. Aber ich kann hier nichts einsammeln. Ich bräuchte irgendwie eine Art Messer. Das wäre nicht schlecht. Immer noch mal Rückcheck machen, ob Schweinchen im zweiten Stock angekommen ist. Hallo? Hallo. Ey. Okay. Blauer Rand. Ich kann hier was mitnehmen. Hi. Heute hat sich die Arbeit gestapelt und ich hätte beinahe die Sperrstunde verpasst. Klingt ziemlich albern, aber in dieser Stadt gibt es donnerstags eine nächtliche Ausgangssperre, die streng eingehalten wird. Als ich meinem Nachbarn davon erzählte, bombardierte er mich mit allerlei abergläubischem Blödsinn. Ich nehme es einfach als lokale Tradition.
dann kann ich damit auch gut leben. Traditionen haben die Leute hier jede Menge. Kann ich eigentlich runterscrollen, oder? Das sieht okkult aus. Find End Chronicle. Mhm. Aber hier gibt's diese Tafel mit Namen nicht. Ich äußere mal einfach Gedanken, die mir so kommen, wenn ich mich im Raum umsehe. Beobachtungen. Hier ist nichts weiter. Schweinchen ist auch noch nicht hier. Eine Doppeltür. Na, ist das nicht fein? Oh, hier kann ich, glaube ich, die Tür dann aufmachen, oder? Ah, sehr schön. Und es speichert. Das macht mich auch schon mal deutlich weniger nervös. Hallo? Ich will nur spielen. Was ist das denn? Das ist aber hübsch. Ja, ich versuche mich auch ein bisschen abzulenken, weil ich so nervös bin. Bei mir schwitzen auch die Hände total. Ich glaube, bald flutscht mir die Maus aus der Hand. Aber sonst ist hier nichts. Hier ist ein Kalender. Mhm. Januar 19 könnte 83 sein. Mhm. Sonst ist aber nichts hier. Kleber, Stifte, jede Menge. Hat denn hier keiner eine verdammte Schere in der Schule? Nur eine. Ich will doch nur den doofen Schlüssel haben. Oh. Oh, eine Art Galerie hier. Kann ich rausgucken? Ist ja... wow. Angenehme Geräusche. Ist hier irgendwo... was ist das denn? Es knarrt. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Bäume. Ich möchte in diesen Raum. Mehr Haare an den Wänden. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass hier irgendeine schwarze Suppe runterläuft, weil es über die Jahre halt undicht geworden ist, ne? Soll ja in so alten Gebäuden vorkommen. Habe ich mal gehört. Aber das ist ja schon auffällig. Oh, oh Gott. Okay, das war ich selber. War das gerade ein Lachen? Hat hier irgendjemand mich gerade ausgedacht? Hallo? Oh. Ich möchte nicht. Oh Gott. Da, wenn ich zwei Schritte mache... sehr seltsam. Was bist du denn für ein hässliches Ding? Das ist so eine Puppe. Gefunden, Jenglot. Ein asymmetrischer Deutsch voller mystischer Energie. Na, klasse. Yippie. Gut, dass ich den bei mir habe. Aber mit einem Deutsch, glaube ich, kann ich mit einem Deutsch diesen Schlüssel da absägen? Was ist das für ein Klickgeräusch? Das bin doch nicht ich, oder? Ich guck mal. Okay, das hier hat sich nichts geändert. Oh, das ist der zweite. Cool. Oder nummeriert sich das einfach durch, egal wie rum ich es finde. Das könnte natürlich auch sein. Oh, Iris Phone. Haha. Hm. Ein verlässliches Smartphone mit ungeschlagener Batterielebensdauer. Gut. Ich hoffe, dann geht's so schnell nicht alle. Okay, ich dachte, hier haben wir vielleicht noch eine weitere Information dazu, wofür ich es verwenden kann. Das macht mich nervös, nervös, nervös. Nervös. Ist hier sonst noch was? Nö. Ist ja auch komisch, dass hier die ganzen... schon so rausgestellt worden. Das hat man ja mal gemacht vor Ferien oder so. Nehme ich mal an. Ach, hier sind wir wieder hier. Ja, dann sind wir einmal jetzt im Kreis gelaufen. Dann geht es wahrscheinlich da vorne weiter. Gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Wo mich gerade, ich glaube, irgendwas ausgelacht. Oh, diese Blätter. Hier sind die Fenster zu. War ich da schon drin? Da ist irgendwas Rotes. Das ist bestimmt nur ein Grafikbug. Bestimmt nur ein Grafikbug. Ganz sicher.
Alter. Das bin nicht ich. Okay. Brauchst du Asthma-Spray? Ich höre dich. Nicht, hinter mir bist du nicht, du bist vor mir. Du klingst nicht gut. Ach du Scheiße, was bist du denn? Du siehst nicht gut aus. Aha. Hm. Du scheinst eine ernsthafte Bindehautentzündung zu haben. Ich hätte da ein paar Tropfen bei mir. Willst du vielleicht was? Oh Gott, du hast ganz schön lange Haare. Hallo. Möchtest du aufhören zu atmen? Oh. Oh nein. Oh nein. Du gehst schön weg. Nein. Jetzt bist du hinter mir, ne? Ah! Du bist ja ein... Du hast ein Loch im Bauch. Und... Du... Geh weg. Ah, Geisterpedia. Okay. Okay. Hübsche Frau. Auf jeden Fall. Sunde Bolong. Info. Ein übernatürliches Wesen in Gestalt einer weiß gekleideten Frau mit einem Loch im Rücken. Der Legende nach zu Lebzeiten eine Prostituierte, die von einem eifersüchtigen Freier ermordet wurde. Sie stellt üblicherweise Männer nach, die grausam zu ihr waren, doch sind auch Frauen nicht vor ihrem Zorn sicher. Ich wollte gerade sagen. Also so männlich, wieso ist das immer noch rot? Wieso ist mein Rand noch rot? Oder geht der jetzt weg? Jetzt ist hier irgendwie was, dass wir was aufsammeln können. Okay. Okay, also den können wir ja schon mal in die Flucht schlagen. Wahrscheinlich kommt die auch immer wieder an dieser Stelle. Na, dann mache ich aber Tupé-Olé hier. Huh. Okay, es war aber nicht so schwer, glücklicherweise. Was ist das denn? Buntglas? Ha! Haben wir unseren ersten Geist auf Foto gebannt. Oh. Ich sollte vielleicht eventuell zwischendurch mal nach oben gucken. Bestimmt schon ein paar Sachen verpasst. Hier ist ja gar keine Tür mehr. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hallo? Nein. Das ist ein Nachbargebäude. Okay. Gehen wir hier rein. Was war das? Sind da gerade die... Was war das? Ich will es nicht wissen. Ah, na super. Anatomieraum. Mhm. Und hier ist irgendein Hinweis. Oh, du siehst ja gesund aus. Also in meiner Klasse... Oh, okay. Ja, wo ist vielleicht ein Dokumentchen? Ein Skalpell? In der letzten Nacht brannten 12 Häuser im Wohnviertel Tirta Biro bis auf die Grundmauern nieder. 4 angrenzende Häuser wurden in der Feuerbrunst schwer beschädigt. Die zusammenkommenden Menschenmengen konnte nur hilflos dabei zuschauen, wie das Feuer auf seinem Weg durch das Viertel alles zerstörte. Es passierte so schnell, sagte Hausbesitzer Hermann. Hermann, der von seinem Arbeitszimmer durch ein zweistöckiges Fenster springen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Wir sind einfach froh, dass niemand gestorben ist. Ein Mitglied der örtlichen Nachtwache namens Budi bestand darauf, 2 verdächtige Personen in der Nähe des Brandherds gesehen zu haben. Hauptbrandmeister Handoko von der städtischen Feuerwehr gab allerdings an, dass man von einem defekten Herd als Brandursache ausgehe, insbesondere da kaum ein Anwohner eine Feuerversicherung abgeschlossen hätte. Mhm. So, so. Ur-PCs. Röhrenmonitore. Oh, da steht was drauf. Kann ich das lesen? Banana Bucket. Banana Bucket? Ist das ein Passwort? So, wer seid ihr denn? Den haben wir ja unten schon gesehen. Ach, das scheinen dieselben zu sein. Der hat eine hübsche Haarpracht hier. Bestimmt photoshoppt. Soll ich jetzt wieder durch den Raum und dann sind wir in einer neuen Gegend oder soll ich da weiter? Ich glaube, ich gehe da erstmal weiter, bevor ich mich hier komplett verirre. Wo hier nichts Schönes auf mich wartet, glaube ich.
ist die Tür hier einfach gerade aufgegangen? Hallo. Was ist das denn? Sind das Flaggen? Das sind auf jeden Fall... Das sind echte Bilder. Kann das sein? Vielleicht von den Entwicklern? Ich wünschte, ich könnte lesen, was da drauf steht. Auf jeden Fall ist hier irgendein Hinweis. Kann ich die Flagge mitnehmen? Hä, was ist das denn? Ja, ich merke, dass hier irgendwas ist. Ich weiß, dass du mir das sagen willst, aber ich weiß nicht, was. Ich finde hier nichts. Und irgendwas knarrt hier. Ich sehe hier gar nichts. Siehst du hier irgendwas? Nö. Hm, sehr komisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich höre... Oh. Bitte nichts hinterm Vorhang. Bitte nichts. Oh Gott. Das sind Poster. Scheint sowas... Oh, hier ist doch eine Schere oder so bestimmt. Nö, natürlich nicht. Wieso sollte auch ein Arzt oder so eine Medizinschwester eine Schere haben? Da ist eine Waage. Offensichtlich brauchen wir nichts zum Verbinden. Hier sind wir nicht im Bar. Sonst ist hier auch nichts. Ich schwöre, da ist was in dem anderen Raum, aber ich weiß nicht was. Ich habe Angst, um die Ecke zu gucken. War das eine Katze? Ich habe Miauen gehört. Ich will eigentlich gar nicht rennen, aber ich bin immer so ungeduldig. Da ist eine Katze. Aber du bist eine liebe Katze, oder? Ich möchte keine Katze töten. Eine schwarze Katze. Kann ja nur Glück bringen. Hallo. Du möchtest, dass ich in den Raum reingehe? Ins Mädchenklo. Wieso möchtest du, dass ich ins Mädchenklo gehe? Du bist eine Süße, oder? Du willst mir helfen. Wo gehst denn du jetzt hin? Ich bin noch gar nicht ins Mädchenklo gegangen. Passiert mir nichts Schlimmes, wenn ich dir folge? Ah. Okay, nichts. Hallo? Wo führt mich dein entzückender kleiner Hintern hin? Ich will gar nicht so weit laufen. Ja, Mäuschen, ich folge dir ja schon, aber... Hast du mal die Haare gesehen, die hier überall rauskommen? Ii. Was ist das denn? Da hängt ein Zettel. Aber ich will die Katze nicht verlieren. Auf jeden Fall ist hier nichts passiert. Ja, Mäuschen. Hinter uns ist auch nichts? Nö. Soll ich hier durch? Oh! Fuck! Was bist du... Es ist ums Eck. Du läufst wieder zurück. Wahrscheinlich läufst du jetzt wieder zum Mädchenklo, ne? Hä? Ist das ein Grafikbug? Nee. Ich will der Katze folgen. Katze scheint mir... Oh Gott. So viele Wege zum Laufen. Und jetzt laufen wir dem Geist hinterher, der da ums Eck ist. Das scheint mir die beste Lösung von allen. Auf jeden Fall. Ja, Mäuschen. Du klingst ganz schön gequält, muss ich sagen. Was ist denn los? Stellst du dich jetzt wieder hier vor, oder? Ja, okay. Okay. Dann bleibt sie wahrscheinlich da und läuft immer hin und her und will mir irgendwas damit sagen. Aber ich würde gerne wissen, was dieses komische rote Zeug war. Gucken wir mal. Wir sind aber immer noch auf derselben Seite, richtig? Ja, sonst würden wir Schweinchen nicht hören, wie es hier umherläuft. Aber das... Nee, ich glaube, das hat was zu... Kann ich... Sollte es mir irgendeine Schrift sein? So vielleicht? Sieht aus wie ein M. Oh! Was war das? Oh mein Gott, was war das? Was war das? Das ist ein... Ach nee, das ist nicht ein ekelhaftes Schweinemonster. Oh, wo wurde das aufgenommen? Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich es nicht weiß.
Aber hier ist nichts weiter. Nein. Kamera? Ah! Jetzt verstehe ich das. Das sollte kein M sein, das sind die... Oh, oh, oh. Jetzt ist es aber weg, ne? Ja. Ich habe hier immer noch dieses... Flimmern am Rand, das mir sagen soll, dass ich hier noch irgendwas machen kann. Aber ich sehe hier nichts weiter. Ich schätze, dann hat sich das erledigt. Was ist hier eigentlich? Ja, es ändert sowieso nichts. Okay, Tür ist verschlossen. Wie schade, wie schade. Dann wollen wir jetzt mal dahin, wo die Katze uns sonst noch hinführen wollte. Und zwar das Mädchenklo. Ja, ich hab's schon, ich hab, okay, ich weiß schon. Ja, dann wollen wir mal.